Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cert, cause I wanna have worth. Hallo, meine Freunde der Simulation. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Play um die zweite Omnibus Simulator. Willkommen zurück auf München City. Heute mit dem stinknormalen MAN Line City A21 Dreiführer. Auf der Universitätslinie 153. Genau. Fahrplan gibt es hier nach wie vor immer noch nicht. Was mir auch aufgefallen ist, dass hier irgendwie keine Pedale gibt. Ja, kann man mal machen. Muss man nicht, aber kann man. Ja, so. Ne? Genau. So. Dafür meinen, das Dashboard kann man wo bewegen. So irgendwie. Wie auch immer man das anstellen soll. Ja. So, jawohl. Ach, hier braucht man dann wiederum die Nummer. Also die von der Readme oder wie oder was. Das ist doch wohl nicht wahr. Nicht wahr ist das. Ich muss kurz in den Omsi-Ordner. Ah, nee. So. Manual. So. Wo haben wir es denn? Da haben wir es doch. Das wäre die, hallo? Die 27914. Mit 67231. 67231. Hä? 27914 67231. Hä? Was denn jetzt? 1, 2, 2, 1. Sechs, sieben, zwei, drei, eins. 2, 1, 3 meine ich. 2, 1, 3. 2, 7, 9, 1, 4. 2, 7, 9, 1, 4. 2, 7, 9, 1, 4, 6, 7, 2, 1, 3. Oh, habe ich da 3, 1 eingegeben? Keine Ahnung. Tag nur gerade so. Gut. Anmeldung Linie Kurs. Wir haben die 153 und 01. Passt das? Ordinau Platz? Nö. Dann ist es wohl die 153. 302. Ja. Funktioniert auch. Ja, halt, du stellst zwar eigentlich da vorne, aber pff, scheiß drauf.
Steigt ein, meine Lieben. Ich gucke mir da um, Shift-Z wieder. Wir fahren tatsächlich gleich ab. Habe ich jetzt schon wieder so lange hier umgetödelt oder verfügt? Ne. Ist mir auch Schnuppe, wir fahren ab. Doch, ey. Ja. Von der Tannstraße. Hier halten wir nicht, wir halten da vorne. Aber auch immer das links oben Universität als nächster Halt anzeigt. Ja, das ist auch... Also das wollte ich jetzt mal sagen, Verbindung 153, wir sind die 153. Also, ja. Da müsste 100 stehen eigentlich, aber jetzt mal nicht so sein, ne? Umstieg zu U3 und U6. Change here for U3 and U6. Ah, hier muss ich nach links. Da ist der Gegenkurs. Hallöchen, wie geht's denn so? Jetzt cool. Nö. Was ist das hier für eine Ampelschaltung, ey? Wir eh nicht sehen.
aber. Gibt's für die keine Ansage? Schellingstraße. Einmal Straßenbahngleis überqueren. Straße. War noch orange. Ja, gelb oder wie auch immer ihr das nennt. Beides zu sagen. Luisenstraße. Da war. Ich bin farbenblind. Wo war das Problem? Ja gut. Dumme Ausrede, ich weiß. Augustenstraße. Eigentlich könnte ich doch einen Flammenblick anmachen, auch beim letzten Mal bestellen. Umstieg zu U2. Change here for U2.
Verkehrsstraße. Aha, okay. Dann sind wir auch schon fast am Ziel, wie ich sehe. Eine kurze Linie. 153. Zumindest hier mit On. Ich weiß nicht, ob die in echt auch nur so kurz ist oder ob die da länger geht. Infanteriestraße Süd. Da bin ich dabei, ich hab ihn bitten. Zu schnell. Lotstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. So, ne? Dann haben wir die Hinfahrt abgeschossen. Da muss ich dann jetzt mal gucken, wie das, was heißt Wendefahrt dann da lang. Also hier gibt es auch Straßenbahngleise, wie es aussieht. Oh, die haben Platz Start. Uhu. Geht ja ziemlich weit raus, aber... Na gut, wir wollen dann, nicht erfahren. Also wir haben um 49 ist Abfahrt. Das heißt, wir machen mal so. Und dann muss ich noch mal kurz ins Handbuch gucken für Folgendes. Seht ihr dann gleich. Und zwar... Öl. Und zwar okay, also passiert das nicht, als geht, ne? Wir hauen die 350 auf dem Dings. Nee, 990 350. Zielliste. Abbruch.
MVG geht auch. Wenn ich jetzt so geht das. Abbruch. Ziel. Nö. Na gut. Wären zu passen, ne? Dann wenden wir mal. Wobei, ich mach mal kurz Platz 4, weil das ist ja MVG, ne? So. Machen wir es halt so, ne? Einmal wenden, wenden, wenden. Ja, ne? Hier wäre Pause, ich glaube, direkt weiter. Dann irgendwo ein Fahrplan oder so, aber um 49 muss ich weiter halt für das. Ne. So. Es gibt mittlerweile für die Busse hier auch schon Repaints für andere Maps, zum Beispiel in Anhausen. Wo ich mir da halt nicht sicher bin, wie wir also entweder in der Config kann man entscheiden, ob hier noch eine Karte mit dabei ist. Also in der CTI-Datei, die ja für die UPN zuständig ist, oder ob
man dann einfach da auch ohne Kasse fährt, was ich für persönlich sehr blöd finde. Und für mich halt ein Grund wäre, den dort eben nicht einzusetzen. So, ne? Dann dürfen wir hier wieder die 153 und diesmal ist es die 01, Halleluja. Wunderplatz, perfekt, erstmal. Machen wir mal das da. Man kann sogar vorbeifahren, aber da machen wir doch mal kurz, wir haben noch, stellen wir mal auf 48, hätte ich es mal gesagt, ne? Wenn noch jemand rein, wenn nicht, nicht, hat er Pech. Infanteriestraße Süd. Es ergibt keinen Sinn, dass 153 steht. Es ergibt keinen Sinn. Wir sind die 153, ne? Also. Tasch, Kollege, das wird die ganze Zeit auch schon verpackt. Görresstraße. E-Spur. Natürlich wird's rot, ne? Also wir sind zwar so früh, aber trotzdem. Ja, stehe hier ein bisschen auf der Kante, ne? Platz Umstieg zu 2. Change here for U2. Hier ist es wenig, hier ist es richtig. Bus U.
Bus 154 und 2, ne? Also hier haben wir es, hier ist es richtig, ne? Der Bus bremst auch echt langsam, ne? Schule. Das weiß er immer, auch gut. Augustenstraße. Hä, was war denn das da vorne dann? Ganz kein Moment, das war hier Luisenstraße. Und das hier war die Augustenstraße. Ja. Luisenstraße. Kann ich nicht. Arzisstraße. Schellingstraße. Also ich halt nicht verstehe, dass hier eine Türfreigabe drin ist, weil
wenn die eine Tür, wenn die Seitentür doch eh manuell ist, könnte man die Tür ja auch manuell machen, ne? Kapiere ich halt nicht. Den Türknopf gibt es hier zwar ja, aber den kann man nicht bedienen. Ja, für die Türkenstraße gibt es keine Ansage, ne? Der ist mal rot drüber gefahren. Ich bin ein Unfall gewesen, aber er ist schuld gewesen, weil er bei rot drüber gefahren ist. Ne? Universität. Umstieg zur U3 und U6. Change here for U3 and U6. Ja, wo mit? Mit, ne? Tannstraße. Wieso ich auch immer früher abgebremst habe, hört man gerade so auf. Ich dachte, das ist vielleicht vorher schon rot. Ja. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Übrigens wollte ich mich, das letzte Video da war, das hatte ich aufgenommen, bevor mein erstes Video oben war von Münzen, wollte ich mich bedanken, dass wir haben, was, für mich ist es viel, ne, innerhalb der ersten 24 Stunden auf jeden Fall schon mindestens, wenn nicht sogar mehr, 70 Aufrufe bekommen, was wirklich für meine Verhältnisse innerhalb der ersten 24 Stunden viel ist. Ich habe Videos, die sind schon fünf Wochen oder so online, die haben nicht mal 20. Also, vielen Dank dafür, ne? Hoffen wir mal, dass die anderen Videos genauso erfolgreich werden. Würde mich natürlich auch immer tierisch freuen, wenn ihr auch einen Like da lassen würdet, weil dann würde ich auch sehen, okay, die Videos wollt ihr lieber sehen, die Videos gefallen euch mehr. Ne? Dann kann ich auch die Videomenge von den verschiedenen Spielen demnach ja, ne, kann ich halt viel mehr drauf eingehen auf euer Content, den ihr mögt.
Odeonsplatz. Umstieg zur U3, U4, U5 und U6. Change here for U3, U4, U5 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Also, wirst du mal grün? Das ist ja immer das Beste, ne? Hier ist alles rot. Hier ist rot. Und hier wird nicht grün, ne? Und Fußgängerampeln gibt es ja auch nicht, die grün sind. Der Ampel hier ist kaputt. Ja, hier ist rot und dann wird das normale Grün, also das ist ja das, ne? Ne, die Anlagenwiederholung hier dann eigentlich. Ja. Odeonsplatz. Umstieg zur U3, U4, U5 und U6. Change here for U3, U4, U5 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Genau, und da bin ich mal auf diese ganze Linie abgeschlossen. Und dann wollte ich euch noch zeigen, das ist mir gerade nebenbei aufgefallen. Und zwar folgendes. Hier in der Readme-Datei, da gibt es ja sowohl Deutsch als auch Englisch, ne? Bei den Stationen steht ja natürlich München City, ganz normal. Also das, was ja auch sein sollte, ne? Wenn ich jetzt aber weiter nach unten scrolle, bei der englischen Version, steht hier bei, Credits, wo waren das, ne? Ja, das war, war bei, am Anfang, mein Fehler. Steht hier bei, Removal sind hier in order to fully remove um die zwei Add-on Aachen. Das nenne ich mal nice. Also sonst steht überall München City, ne? Aber da sieht man eindeutig, dass zumindest hier das, dass hier am Anfang, also das nenne ich ja mal wieder minimalen Arbeitsaufwand, ne? Und das ist nicht Kevin. Dass sie hier die Readme, falsch. Halt von Aachen kopiert haben und nur das Aachen durch München ersetzt haben. Nur hier haben sie es vergessen. Ne? Also, joa. Ich sag dazu mal nix. Wie gesagt, ja, gut. Aber das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, ich hat die, nein, nicht speichern. Ich hoffe, euch hat, das Video gefallen, die München City Add-on hat euch vielleicht auch gefallen. Also auf dem ersten Eindruck, ich habe nirgendwo jetzt genauer hingeschaut, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ne? Das bei der einen Haltestelle die Ansage fehlt, finde ich so ein bisschen blöd. Na, so, kann ich mal neu laden, bitte, danke. Ja, aber
wollen wir jetzt mal nicht so kleinig sein. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall keine großen Mängel gesehen. Ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der darauf achtet, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ja. Falls ihr euch immer noch nicht sehr leid, würde ich sagen, holt euch mal von anderen YouTubern die Meinung ein. Aber wenn ihr nur auf mich hören wollt, dann kauft es euch. Ne? Also wenn ihr wollt, natürlich. Ist eure Entscheidung, also ich kann es nur empfehlen. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss Video und ciao. Kakao. Und lasst ein Like da, bitte. Wenn es euch das Video gefällt, natürlich. Wie schon gesagt, würde mir halt helfen zu erkennen, was ihr gerne schaut und was nicht.